So, die Technik macht's möglich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Otto Schame, direkt aus Übersee. Ich glaube, ich muss Sie uns nicht vorstellen, aber trotzdem vielleicht für die Personen, die Herrn Dr. Schame nicht kennen, beziehungsweise sein Werk. Sie sind bekannt und berühmt geworden weltweit durch die Entwicklung der U-Theorie und auch jetzt auch Mitbegründer des Präsenzinstituts, aber auch vielleicht für das Lancieren des Begriffes der Präsenz in diesen Zusammenhängen. Und in dem Sinne freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag und im Anschluss wird Herr Dr. Wendgren mit Ihnen auch noch eine kleine Diskussion führen. Also in dem Sinne können wir beginnen. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Leider kann ich nur sozusagen aus der Ferne teilnehmen. Ich wäre gerne bei euch jetzt in Berlin werde sozusagen in meinem Impulsvortrag so ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen berichten im Hinblick auf unsere heutige Situation. Und erlauben Sie mir kurz mein Screen zu sharen. Dieses Bild von meiner Kollegin hier in Cambridge, Kelvy Bird, fasst eigentlich in meinen Augen am besten zusammen, wie ich viele Veränderungsmacher, viele Kollegen, viele Menschen, mit denen ich es zu tun gehabt habe in den letzten Jahren, nicht erst seit Covid, sondern schon in den Jahren davor, unsere Gegenwartslage beschreiben. Nämlich, dass wir in einem Moment der Disruption leben. Und Disruption heißt letztendlich, dass wir, dass die Zukunft anders sein wird als das, was wir heute kennen. Und wir wissen ziemlich viel sozusagen über diese Seite der Gleichung hier, also wo wir heute sind, gegenwärtige Realität. Wir wissen im Allgemeinen viel weniger darüber, wie die Zukunft vielleicht aussehen wird. Also wir wissen vielleicht einiges, wir haben sozusagen Sichtweisen darauf, aber das ist schon sozusagen sehr viel flüssiger, wenn Sie so wollen. Und was wir eigentlich am wenigsten wissen, ist, wie wir eigentlich von hier nach da kommen, wie uns eigentlich die Flügel wachsen können, von der einen zur anderen Seite her zu kommen. Und was eigentlich dieser Weg ist. Und mit der Theorie U, die Sie in der Einführung angesprochen haben, habe ich versucht, einen Weg zu beschreiben, der eigentlich ein innerer Entwicklungsweg ist, ja, der mit diesem U-Prozess hier so ein bisschen beschrieben ist und was damit zu tun hat, wie wir eigentlich an unsere tieferen Quellen rankommen und wie wir von daher mit dieser Verbindung eigentlich anders dann präsent und tätig werden können. Und das wird so ein bisschen sozusagen, das ist so ein bisschen der Hintergrund sozusagen da von aus diesem Kontext und aus dieser Fragestellung, die ich in den letzten 20, 25 Jahren gehabt habe oder die meine Arbeit sozusagen organisiert hat, wirklich Ihnen etwas zu berichten. Der Hintergrund bei mir, und das war auch der Grund, warum ich hier ans MIT gegangen bin, ist Systems Thinking. Und Sie alle kennen dieses Eisbergmodell sozusagen mit Symptomen hier oben und dann sozusagen den tieferen Root Issues sozusagen unterhalb der Wasseroberfläche. Was sehen wir an Symptomen? Eigentlich in allen Ländern genau das Gleiche. Ja, den Ecological Divide, Social Divide, Spiritual Divide. Also ein Disconnect zwischen dem Selbst der Natur, dem Selbst und den anderen und sozusagen und zu meinem eigenen werdenden Selbst auch. Und Systems Thinking bezieht sich eigentlich darauf, jetzt aus einer Sichtweise von Veränderungsmachern, aus einer Sichtweise von Leadership, auf die Frage, wie können wir eigentlich
von einem Reagieren gegen die Symptome, sozusagen aus einem rein reaktiven Aktionsmuster herauskommen und in einen mehr transformativen Handlungszusammenhang kommen, indem wir die tieferen Ursachenschichten verstehen lernen und auch zu adressieren und zu verändern lernen. Und das ist etwas, wenn Sie so diese Evolution hier angucken, von Strukturen zu Paradigmen des Denkens zu, wie komme ich eigentlich an die tieferen Quellen ran? Ja, also was hat das mit der Qualität meiner Attention and Intention, meiner Aufmerksamkeit und meiner Intention zu tun? Das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Evolution von Systems Thinking in den letzten Jahren. Und den Ansatz, den ich Ihnen vorstellen möchte und den sozusagen viele von Ihnen und Kollegen sozusagen auf dem basieren wir arbeiten, ist einer, der, den ich als Awareness-Based Systems Change bezeichne und der im Grunde alle vier Ebenen mit einbezieht. Und der sich mit den folgenden drei Sätzen zusammenfassen lässt. You cannot change a system unless you transform consciousness. Also du kannst eigentlich ein System nicht verändern, wenn du nicht das Bewusstsein veränderst. Nämlich von der, in den meisten Stakeholder-Prozessen ist das sozusagen, meint das von der Silo-Perspektive zu einer System-Perspektive oder sozusagen, wie ich das benennen würde, von der Ego-System-Awareness zu einer Ecosystem-Awareness. Und Ecosystem-Awareness als eine Awareness, die alle anderen Sichtweisen auch mit einbezieht. Wenn wir das mal als sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, dann ist natürlich die wirkliche Frage, wie macht man das jetzt? Und den Hauptpunkt, was ich da gelernt habe, ist, you can't transform consciousness unless you make a system see and sense itself. Also du kannst ein System nicht verändern, wenn du nicht eigentlich ein Umfeld schaffst und Prozesse herstellst, wo das System sich nicht nur selber sehen, sondern auch spüren kann. Weil wenn ich nur sehe, was kaputt ist am System, bin ich ja immer noch in meinem Kopf eigentlich. Und das Problem, was wir heute haben, ist sozusagen die Entkopplung, ja, von Denken und Handeln. Und der Hebelpunkt, das zu transformieren, liegt natürlich im Herzen. Nummer drei. You can't lead systems transformation unless you sense and actualize the future as it emerges. Also du kannst eigentlich systemische Veränderungsprozesse nicht führen, es sei denn, du spürst die Zukunft und es sei denn, du kannst diese Zukunft, die du spürst, als eine Möglichkeit, du hast sozusagen eine Möglichkeit, das anwesend werden zu lassen und oder gegenwärtig werden zu lassen. Das ist so ein bisschen, also diese und dieser dritte Satz ist eigentlich das, was aus einer systemischen Sicht ich als Führung bezeichnen würde. Ja, Führung in einem System ist nicht das, was die Leute sozusagen an der Spitze machen, sondern Führung ist die Fähigkeit eines Systems, die Zukunft zu spüren und zu gestalten. Eigentlich das nach vorne schreiten. Ja, und das ist sozusagen auch die Bedeutung des englischen Wortes Leadership und des deutschen Wortes Leitung sozusagen. Dieses nach vorne schreiten in neue Räume rein. Und das hat viel mit sozusagen dem Spüren und dem Anwesendwerdenlassen zukünftiger Potenziale zu tun. So, was habe ich jetzt sozusagen in der praktischen Arbeit mit Veränderungsmachern gelernt? Und eine der wichtigsten Lernerfahrungen ist sozusagen mit diesem Zitat hier zusammengefasst, die ich in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, gemacht habe, nämlich, dass ich wieder und wieder sozusagen eine Variante von dem folgenden Satz gehört habe. The success of an intervention depends on the interior condition of the intervener. Also der Erfolg von dem, was ich mache als Veränderungsmacher, hängt ab von dem inneren Ort, aus dem ich handle. Und als ich das gehört habe, das erste Mal von Bill O'Brien, den Late CEO of Hanover Insurance, das war sozusagen wirklich so ein Augenöffnen für mich, weil mir unmittelbar klar war, wir wissen unheimlich viel über, was Veränderungsmacher und Leaders tun.
Wir wissen auch sehr relativ viel über das Wie, ja, die Prozesse und Methoden und so weiter und so fort. Aber was wissen wir eigentlich aus dem inneren Ort, eigentlich die Quelldimension sozialer Wirklichkeitsentstehung? Und die Antwort ist praktisch nichts, weil das ist genau der blinde Fleck der Sozialwissenschaft, wenn Sie so wollen. Und das hat mich eigentlich auf die Spur gebracht. Wie kann man jetzt diese tiefere Schicht der sozialen, sozusagen Social Reality Creation, des in die Welt kommens sozusagen sozialer Prozesse beschreiben, die Quelldimension? Und heute würde ich das sozusagen mit diesen drei Begriffen bezeichnen. Open Mind, Open Heart, Open Will, aka Curiosity, Compassion, Courage. Und also die Öffnung des Denkens, die Öffnung des Herzens, die Öffnung des Willens. Und was das eigentlich, was diese Capacities tun, ist eigentlich uns helfen, hier rauszukommen. Downloading Mind, dass man im Grunde alte Muster abspult. Ne? Dass in dem, was ich tue, ich immer sozusagen nur die alten Muster wiederhole. Und das ist ja eigentlich das Grundproblem heute auf ganz vielen Ebenen. Was ich meine mit Open Mind ist die Capacity eigentlich des Sehens, sozusagen mit neuen Augen sehen. Was ich meine mit Open Heart ist eigentlich das sich hineinspüren, nämlich eine Situation aus der Sicht eines anderen sehen, nicht nur aus meiner eigenen Sicht. Und was ich meine mit Open Will ist eigentlich die Fähigkeit des Loslassens und des Anwesendwerdenlassens der höchsten zukünftigen Möglichkeit. Das ist etwas, was ich als Presencing bezeichne. Das ist so ein bisschen, wenn Sie so wollen, die tiefere Ebene oder sozusagen das tiefere Territorium von Führung und Veränderung in ganz vielen Prozessen heute, die Ihnen, wie ich mir sicher bin, sozusagen gut bekannt sind. Okay, wenn wir jetzt in die Wirklichkeit gucken und sozusagen so ein bisschen das größere Bild angucken, was sehen wir dann eigentlich? Wir sehen eigentlich das genaue Gegenteil. In unglaublich stark amplifiziert, insbesondere in den letzten 5, 6 Jahren. Und das heißt, anstatt der Öffnung des Herzens, Denkens, Herzens und des Willens, haben wir uns eigentlich mit einer Freeze-Reaction von Mind, Heart and Will zu tun. Das heißt sozusagen mit einer Amplifizierung von Ignoranz, Hass oder sozusagen so zynischem Disconnect und Angst. Anstatt eigentlich hier in eine Vertiefung der Wahrnehmung, Sehen und Spüren sozusagen hineinzukommen, was wir erleben, ist eigentlich sozusagen das Stärkerwerden der Abtrennungsprozesse, der Mauern sozusagen. Also hier haben wir es mit Denial, ja, wenn wir in Klima gucken, wenn wir in die ganzen Propagandamechanismen reingucken, Desensing sozusagen, wenn wir in unseren Echokammern sozusagen gefangen werden, anstatt das Loslassen und das Kommen lassen, eigentlich das Anwesenwerden lassen der höchsten zukünftigen Möglichkeit, haben wir eigentlich das Festhalten am Alten, ja, oder das Zurückholen schon von vergangenen Make America Great Again, ja, also das Zurückholen von etwas, was schon nicht mehr ist, und das Abwesendwerden der höchsten zukünftigen Möglichkeit, anstatt eigentlich das Neue in die Welt zu bringen. In evolutionären Prozessen sehen wir eigentlich eine Amplifizierung von Zerstörungsprozessen auf vielen Ebenen, die letztendlich nicht nur auf der Ebene des Krieges, sondern auch sozusagen der Ebene, wie wir mit dem Planeten umgehen, was letztendlich natürlich in Self-Destruction und in Trauma, im kollektiven Trauma endet. Also was ich sagen will, ist etwas sehr Einfaches. Wann immer wir es mit Disruption zu tun haben, wann immer wir, und das,
wir wissen ja nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Das Einzige, was wir wissen, Disruption wird zunehmen, nicht weniger werden. Weil diese Prozesse sind schon im Gang und lassen sich nur noch zum Teil modifizieren. Also wann immer wir es mit Disruption zu tun haben, haben wir eine Choice, haben wir die Wahl. Haben wir sozusagen die Wahl, wie wir darauf reagieren. Nämlich einerseits durch Abwenden und Schließung und andererseits durch Zuwendung und Öffnung. Abwendung und Schließung aktiviert eine Art des Prozesses und ein soziales Feld, ein Typ des sozialen Feldes, der uns mittlerweile allen sehr bekannt ist. Während Zuwendung und Öffnung ein anderes soziales Feld aktiviert, das wir auch alle aus unserer eigenen Erfahrung sehr gut kennen. Und dieses erste soziale Feld lässt sich eigentlich am besten beschreiben als mit einer sozialen Grammatik der Zerstörung, weil das ist das sozusagen, was wir kollektiv sozusagen durch diese Handlungsmuster in die Welt bringen. Während das andere soziale Feld am besten beschreibbar ist durch eine soziale Grammatik der Co-Kreation. Soziale Grammatik der Zerstörung ist in dem Sinne verbunden mit Egozentrik, als dass es eigentlich sich abtrennt von dem, was drumherum ist. Und eigentlich die Mauern oder die Spaltungsprozesse in der Gesellschaft und in unseren sozialen Feldern vertieft, während in der sozialen Grammatik der Co-Kreation es eigentlich um ein Gewahrwerden der tieferen Verbindung gibt, die wir über alle diese Seinsebenen miteinander haben. Was ist wirklich die Herausforderung heute? Also was ich im Grunde Ihnen sagen will, ist okay, ja, also sozusagen, wenn wir sozusagen jetzt mit Mindfulness arbeiten und so weiter, der Fokus ist natürlich hier auf dieser Ebene. Was ich aber sagen will, ist, es reicht nicht aus, nur hier drauf zu gucken, sondern Achtsamkeit muss eigentlich auch die sozialen Prozesse, durch die wir kollektiv miteinander verbunden sind, die auch mit einbeziehen. Deswegen ist die eigentliche Frage heute diese: Wie können wir eigentlich diese Felder des Absencing, des Abwesendwerdens und der Zerstörung transformieren? Im Sinne von Radical Regeneration. Und das hat meines Erachtens mit dem Gewahrwerden und der Transformation von drei blinden Flecken zu tun, die wir in jeder Institution, in jeder Organisation und auch in den meisten Communities und auch an sich selber, die man an sich selber auch beobachten kann. Das erste ist not seeing, also im Grunde nicht, also den Blinden, also was ist das sozusagen, was wir in unserer jetzigen Weise zu handeln eigentlich nicht sehen? Und wo haben wir es auch mit Denial, mit Disinformation-Prozesse zu tun, die wir immer mehr, deren Wirksamkeit wir immer mehr auch schmerzhaft erleben? Das zweite hat mit, also im Grunde das erste ist der Disconnect. Ja, das Nicht-Sehen ist ja sozusagen der Disconnect between Self and World. Das zweite, der zweite blinde Fleck ist eigentlich, dass ich etwas sehe, aber nicht spüre. Ja, also ich sehe das Leid, was passiert, aber ich empfinde es nicht. Also es ist im Grunde sozusagen, mein Empfinden ist taub. Das ist letztendlich sozusagen eine Grenze, die hier sich auftut zwischen mir und den anderen, sozusagen vielleicht Gruppen in der Gesellschaft, die auf der anderen Seite von dem Divide sind, über die ich vielleicht in meinem Kopf weiß, aber die ich in meinem Herzen nicht spüren kann. Und die dritte Ebene des blinden Fleckes hat mit Nichthandeln zu tun. Also ich sehe etwas, ich spüre es, sozusagen ich bin bewegt, aber wo bleibt mein Handeln?
Und also das Problem der Apathie und das Problem eigentlich an die tieferen eigenen Ebenen meiner Kreativität und meiner Agency heranzukommen. Also wenn im Grunde hier wir es mit der Architektur der Trennung zu tun haben, ja, hier oben sozusagen, dass hier die Mauern hochgezogen werden, haben die Transformationsfähigkeiten damit zu tun, genau an diesen drei blinden Flecken die Mauern einzureißen. Und das Erste hat zu tun eigentlich mit der Vertiefung der Wissenschaft. Ja? Und was ist Wissenschaft? Letztendlich, let the data talk to you, sozusagen eigentlich das Hinhören auf das, was die Wirklichkeit uns sagen will. Und auf einer persönlichen Ebene ist eigentlich dies die Zentralfrage. Can you listen with humility? Also kann ich eigentlich, wie gut bin ich da, darin zuzuhören zu Dingen, die ich nicht hören will? Und das ist, denke ich mal, für uns alle ein wunderbares tägliches Übungsfeld. Die zweite Ebene, der zweite blinde Fleck, um da weiterzukommen, geht es eigentlich um andere soziale Räume, die wir halten müssen. Also Holding Space, Architectures of Connection. Wie sozusagen auf einer persönlichen Ebene, can you sense the system from the edges? Also kannst du eigentlich das System und die ganzen Partner in dem System, in dem du unterwegs bist, aus den Augen, nicht nur aus den Augen derjenigen sehen lernen, die am meisten marginalisiert sind, sondern kannst du das auch spüren, sozusagen fühlst du das auch, was die fühlen. Und das ist, hat etwas mit dieser zweiten Ebene zu tun. Und die dritte Ebene hat im Grunde sozusagen mit wie wir, also die zweite Ebene, würde ich sagen, hat auch wirklich was mit der Vertiefung unserer demokratischen Prozesse zu tun. Ja? Also hier haben wir Vertiefung der Wissenschaft, Vertiefung der demokratischen Prozesse. Und das dritte hier ist eigentlich mit einer Vertiefung unserer, wie wir eigentlich an unsere tieferen Quellen unseres schöpferischen Handelns rankommen. Als Einzelne, aber auch sozusagen in Gemeinschaften. Deepening Co-Creativity. Activate action confidence. Also kannst du, can you sense and presence the future as it emerges? Die Zukunft kommt ja nicht durch den Kopf in die Welt. Die Zukunft kommt ja dadurch in die Welt, dass wir etwas zu spüren beginnen, was im Grunde schon da ist, aber eben nur keimhaft. Und dass durch unsere Aufmerksamkeit, durch unser Hinspüren, ein Raum bekommt, in dem es wachsen kann, in dem es sich entwickeln kann, in dem es anwesend werden kann. In dem es sozusagen anwesend werden kann. Und das ist das, was ich mit dem Presencing eigentlich meine. Also das sind so ein bisschen, ich denke mal, das ist die Baustelle, wo wir alle unterwegs sind. Ne? Also diese Fähigkeiten hier. Ja, und was sehen wir hier oben? Das sind eigentlich Architekturen der Separierung. Ne? Also wo eigentlich diese Mauern hochgezogen werden, wo die Grenzen hochgezogen werden. Und wir müssen eigentlich neue soziale Räume schaffen, in denen wir eigentlich diese Vertiefung der wissenschaftlichen Tätigkeit, die Vertiefung sozusagen demokratischer und dialogischer Prozesse, in denen wir die Vertiefung unserer Fähigkeit eigentlich über die kollektive Depression, in der wir alle drin sind, hinauskommen, indem wir die unglaublichen Quellen, schöpferischen Quellen, die eigentlich fast offen zutage liegen heute, indem wir die aktivieren, zugänglich machen, uns allen zugänglich machen. Eine kürzliche Studie hat gezeigt, dass drei in den G20-Ländern, das ist 60% der Weltbevölkerung und 80% des weltweiten GDP, drei von vier Leuten, 74% der Befragten, die Transformation unserer sozialen und ökonomischen Systeme befürwortet, um besser mit der ökologischen und sozialen Krise unserer Zeit umzugehen. Im Grunde, die Menschen, alle spüren das schon, alle wissen sozusagen, wir müssen sozusagen auf die andere Seite von diesem Abgrund. Aber was eigentlich nicht wirklich da ist, ist das Wissen und die Methode, der Zugang zu den Methoden, wie wir das jetzt eigentlich machen können. Also in summary würde ich sagen,
Worüber reden wir eigentlich? Wir reden eigentlich über eine Transformation, darüber, wie wir eigentlich Gesellschaft und Systeme sehen. Nämlich nicht als etwas mir Äußeres, ja, wo ich sozusagen, das ist im Grunde so das alte Modell, ich bin auf der einen Seite von dem Teleskop und auf der anderen Seite ist das System, ist die Gesellschaft und. Sondern eigentlich eine Sichtweise, bending the beam of observation back onto the observing self, wo wir eigentlich uns beginnen, sehen zu lernen aus den Augen der anderen, sozusagen aus den Augen derjenigen, die am meisten marginalisiert sind, sozusagen aus den Augen des Planeten, sozusagen von Gaia. Wie kommen wir eigentlich in diese Vertiefung der Wahrnehmung, wo wir uns vom Umfeld her beginnen, wahrnehmen zu lernen, nicht nur als Einzelne, sondern auch in der Art und Weise, wie wir unsere Systeme und unsere sozialen Felder in die Welt bringen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben dazu, wie man das jetzt, wie eigentlich neue Übungsfelder entstehen können, wie man das eigentlich machen kann. Weil natürlich, wenn ich jetzt dies hier angucke, dann sagen sie, ja klar, das machen wir natürlich alle in Mindfulness-Übungen, ja, in Meditation. Also Meditation tut ja, also paying attention to your attention, ja, also diese Umwendung des Blicks, diese Aktivierung der Awareness sozusagen auf dieser höheren Ebene. Das ist natürlich das, was wir individuell üben. Und das ist natürlich die Voraussetzung vor allem. Aber was wir auch alle wissen, ist, wenn wir Systeme verändern wollen, reicht es nicht aus, nur Einzelne zu verändern, sondern wir müssen im Grunde diese gleiche Technik, ja, die wir in Meditation und Mindfulness anwenden, die müssen wir auf soziale Felder, müssen wir auf die Ebene von sozialen Systemen anwenden. Was ich meine mit soziales Feld, ist eigentlich ein soziales System, was sozusagen eine Innenseite hat, ja, wo wir auch die Innenseite gewahr werden und beginnen zu gestalten, also die Quellen, von denen aus wir handeln. Hier ist ein Beispiel. Das ist etwas, was wir 4D-Mapping nennen. Und das ist Teil einer Praxis, Social Presencing Theater. Das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, eine Mischung zwischen Aufstellung, zwischen Meditation und zwischen sozialwissenschaftlicher Stakeholder-Analyse und sozialwissenschaftlicher Feldanalyse. Und das funktioniert so, dass also im Grunde man nimmt sozusagen praktische Herausforderungen hier. Also ging das um eine kollektive Transformation in Indonesien. Das sind Stakeholders von allen drei Sektoren. Und die haben also die üblichen sozusagen Stakeholder werden da, wie Regierung, Business, die NGOs, die Bauern und so weiter, sozusagen sind alle repräsentiert. Aber es gibt drei extra Rollen, die bei jedem dieser Practices dabei sind. Hier kann man vielleicht nicht genau erkennen, sozusagen seine Rolle ist Mutter Erde. Ja, also die Stimme der Erde kommt rein. Er ist der Personalchef der größten Bank in Indonesien, aber seine Rolle ist Mutter Erde. Dann gibt es die Stimmen der am meisten Marginalisierten, die sozusagen war ich auch vertreten. Und dann das Dritte, was immer berücksichtigt wird, ist die Stimme der Zukunft. Oftmals wird das durch Kinder, geboren oder nicht geboren, reingebracht oder zukünftige Organisationen, zukünftige Generationen. In diesem Fall haben sich die Beteiligten dafür entschieden, die spirituelle Aspiration ihrer Verfassung, ja, die sozusagen sehr stark ist in Indonesien, das ist die Stimme der Zukunft, was eigentlich noch gar nicht realisiert ist, sozusagen von dieser Aspiration. Und das ist sozusagen durch diese Person hier. Und dann ist es so, dass dann in einem sozusagen strukturierten Prozess so eine Art Aufstellungsprozess, wo man zunächst mal in die gegenwärtige Realität reingeht und die dann sozusagen erspürt aus der Sicht. Und das wird dann auch artikuliert in einem Satz aus der Sicht all dieser Teilnehmer. Und dann sozusagen in dieser Transformation beginnt sich sozusagen diese Gegenwartskultur zu verändern, sozusagen durch ein Hinspüren, was eigentlich werden will,
in einen zukünftigen Möglichkeitsraum. Und das ist dann Sculpture 2, wenn das sozusagen zu seinem Ende kommt. Und dadurch, und da gibt es dann wieder einen Debrief. Und was dann stattfindet in diesen Prozessen ist, dass eigentlich diese Wahrnehmung aus den ganzen unterschiedlichen Perspektiven, die relevant sind, ja, inklusive des sozusagen Mutter Erde, sozusagen alle anderen, die Wahrnehmung der zukünftigen Generation und so weiter, dass alle die eigentlich verinnerlicht werden von allen Beteiligten, nicht nur im Sinne, wo wir heute sind, sondern auch der zukünftigen Möglichkeitsräume, die heute eigentlich schon anwesend sind, ja, in der Gegenwartskultur, aber eben noch nicht aktualisiert sind. Und das ist etwas, was sozusagen sich zunächst mal ganz einfach anhört, aber was ich immer wieder erlebt habe, was dazu führen kann, dass es eine Bewusstseinstransformation in Kerngruppen aktivieren kann. Eine, die eigentlich schon da ist, wo dann die unterschiedlichen Teilnehmer mit sehr unterschiedlichen Interessen, von sehr und unterschiedlichen Mindsets und vielleicht auch politischen Hintergründen beginnen eigentlich von einer gemeinsamen Basis her, von einem gemeinsamen Verständnis, von einem gemeinsamen Gewahrsein und einem gemeinsamen Bewusstsein eigentlich der Situation her, ganz anders miteinander zu handeln. Und das, denke ich, ist, das ist nur ein Beispiel jetzt für eine soziale Technik, die es uns erlaubt, Shifting Consciousness vom Ego to Eco. Und das ist in meinen Augen der Hauptjob von Führung und der Hauptjob von Veränderungsmachern heute. Man kann das auch in größeren Kontexten machen, ja, also beispielsweise haben wir solche und ähnliche Prozesse benutzt in letztes Jahr in einem Action Learning Lab mit 7 UN-Organisationen, über 400 Leute, insbesondere aus, interessanterweise, insbesondere aus Krisenregionen gab es eine starke Reaktion. Und die mit den in den SDG Leadership Labs, das sind die UN Country Teams mit den ganzen, die UN sind ja über 30 Organisationen und wie sollen die sozusagen, die müssen auf Länderebene natürlich zusammenarbeiten, obwohl eigentlich die Administration rein vertikal über Silos organisiert ist. Und wie kann man dann diese kooperativen Prozesse, und der Hebelpunkt ist das Bewusstsein, sozusagen ist das gemeinsame gewahr werden und dadurch sozusagen neue Kooperationsräume zu ermöglichen und zu aktivieren. Sie haben ja auf dieser Konferenz sozusagen ganz unterschiedliche Themenbereiche auch sozusagen, und da ist vielleicht sozusagen dies hier noch sozusagen zum Schluss ein hilfreicher Hintergrund, nämlich wie kann man jetzt, also ich habe ja versucht, so ein bisschen dieses Systemthema Ihnen nahezubringen. Was hat das mit Mindfulness eigentlich zu tun und mit Meditation und Wissenschaft? Und ich würde sagen, eine Art, das anzusehen, ist eigentlich, dass wir es mit systemischen, evolutionären Prozessen zu tun haben, die man durchaus verstehen kann, sozusagen als Upgrading the Operating System. Und wir haben sozusagen, finde ich, in vielen Bereichen mit ganz ähnlichen Prozessen zu tun. Zum Beispiel, wenn wir Health und Learning reingucken, haben wir also Evidence-Based Medicine, Testing, Teaching for Testing, also im Grunde sozusagen auswendig lernen. Heute in dem 2.0, was Output- und Effizienzzentrisch ist und wo eigentlich die Reise hingeht, ist mehr dieses 3.0 Outcome- und User-Centric, also patientenzentrierte Versorgungsprozesse, Studierende-zentrierte Lernprozesse und alles, was damit zusammenhängt. Aber was ich, das ist die gute Schule, das gute Gesundheitssystem. Aber wo wir eigentlich hin müssen, was eigentlich der nächste Schritt ist, hat, glaube ich, mit diesem 4.0 zu tun, regenerativ und ecosystem-centric. Strengthening the source of well-being, also das ganze Thema der Salutogenese und hier im Grunde whole person, whole systems learning, education for human and planetary flourishing. Im Nahrungsmittelbereich genau das Gleiche, ja. Industrial agriculture, ja, die Monokulturen hin zu organic, reduce negative impact, footprint, das ist gut. Aber wo wir eigentlich wirklich hin müssen, ist regenerativ Food als Medium für Healing Planet and People.
Finance, das Gleiche, ja, Extractive 2.0, dann haben wir hier Impact Investing, ESG und all diese Sachen. Ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber meistens nicht wirklich transformativ im Hinblick auf die tieferen Systeme, was das wirkliche Thema ist, sozusagen, wo viele von Ihnen sicherlich auch schon dran arbeiten oder beginnen dran zu arbeiten. Was ist der Hintergrund zu dem allem? Eigentlich das Entwicklungsparadigma. Und das ist sozusagen das alte Paradigma, ist immer noch alive and kicking hier. Ja, GDP diskutieren wir immer noch rüber. Obwohl schon seit 1990 die UNDP den HDI, den Human Development Report und Human Development Index herausbringt. Und letztes Jahr den Wechsel eigentlich von nur Entwicklung, nur im Sinne von Human Wellbeing in Richtung Entwicklung als Human and Planetary Wellbeing zu konzeptualisieren, auch auf der Ebene der UN und der UNDP. Governance, Hierarchy, Markets, ja, die Visible Hand, die Invisible Hand, organisierte Interessengruppen, ja, ist 3.0 und manchmal, also teilweise hat uns das einen Schritt weitergebracht, aber was wir wirklich brauchen, ist eigentlich Collective Action from Shared Awareness, wo wir im Grunde mehr inklusiv sind und wo es ja nicht sozusagen Einzel-Sonderinteressen sind, die sich hier organisieren, sondern wo wir eigentlich dieses erweiterte Bewusstsein handlungs- und ökonomisch auch steuerungsrelevant machen. Sustainability, ESG, von eigentlich vom Compliance zur Resource Efficiency und 3.0 ist letztendlich so, jetzt benutze ich es im Grunde für Business Innovation. Ich sag mal, ich mache jetzt ein elektrisches Auto, stehe aber immer noch am selben Stau. Also eigentlich geht es um neue Transportation Systems und eigentlich den Zweck, eigentlich den Purpose von Unternehmen zu transformieren und mehr eigentlich an den gesellschaftlichen Ecosystem-Prozessen anzubinden. Was ist das Problem heute? Wir versuchen im Grunde diese 4.0-Challenges, denen wir uns gegenübergestellt sehen, zu beantworten mit Mechanismen, die meistens hier zu Hause sind und manchmal ein bisschen hier. Ja. Das ist eigentlich das Problem heute und dass uns die Literacy fehlt, eigentlich auf dieser Ebene und auch die Infrastrukturen auf dieser Ebene tätig zu werden. Wie kommen wir eigentlich, wie wachsen uns eigentlich die Flügel hier, sozusagen auf die andere Seite zu kommen? Und was ich ja gesagt, damit haben wir angefangen und was ich gesagt habe, eigentlich ist das ein Weg, ein äußerer, aber auch ein innerer Entwicklungsweg, den wir nicht nur als Einzelne, sondern auch in sozialen Prozessen, in sozialen Feldern miteinander gehen müssen. Und um das zu tun, um eigentlich einen Fortschritt zu haben im Sinne von Planetary Healing and Civilizational Renewal, müssen wir eigentlich, das ist der einzige Weg, den ich sehe, also schöpferische soziale Felder aktivieren. Ja, das ist eigentlich das A und O, ja, für alle diese Transformationssachen hier. Und um das zu tun, wie Sie wissen, sozusagen aus Ihrem eigenen Kontext, weil das ist ja die Baustelle, wo wir alle täglich dran sind, um das zu tun, braucht man eine Support Structure. Ja, das ist im Grunde das Einzige, was wir, das Erste, das Hauptlearning, was wir in den letzten 80 Jahren an Change Management gelernt haben. Man braucht eine Support Structure. Und heute muss diese Support Structure insbesondere etwas sein, was uns hilft, eigentlich an diese Art des Handelns ranzukommen. Awareness-based collective action für die Transformation und Regeneration eigentlich der Gesellschaft, aber auch von uns selbst, weil wir natürlich unser eigenes Selbst letztendlich das wichtigste Vehikel ist, um die Zukunft, die wir vielleicht spüren, ankünftig werden zu lassen. Ja,
Ja, lieber Herr Schamer, dann darf ich mich an dieser Stelle im Namen der hier in Berlin versammelten Präsenzlinge ganz herzlich bedanken für diese Tour de Force durch Ihr Universum der U-Theorie und dafür, dass Sie uns an die Hand genommen haben, einige Grundbegriffe, ein kleines ABC Ihrer Transformation-Theorie hier vorzustellen. Ich beginne mal, wir haben jetzt nur knapp 10 Minuten, das sind drei kleine Fragen, um so ein bisschen noch den Umraum abzustecken. Ich beginne mal mit einer metapolitischen, diskurspolitischen Rückfrage. Es liegt ja auf der Hand, dass Sie mit diesem Awareness-basierten, Presencing-basierten Transformationskonzept im Grunde genommen einen der hauptführenden Disruption-Diskurse, ich spreche jetzt hier von den kalifornischen Tech-Companies, den Disruption-Diskurs, den diese Tech-Area sozusagen repräsentiert, herausfordern. Sie wirken auf mich wie eine Art Psychologe und Erzieher, der, glaube ich, den Finger in die Wunde legt und fragt, wer erzieht eigentlich, wer kultiviert, wer sensibilisiert eigentlich diejenigen, die bisher unter dem Label und mit dem Mandat der Disruption unterwegs sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir diese PayPal-Mafia bei Ihnen auf die Couch legen, einen Mark Zuckerberg mit Move Fast and Break Things und sozusagen mir jetzt eine Sitzung im Otto Schamer therapiert Mark Zuckerberg, was muss man sich darunter vorstellen? Wie sehen Sie sozusagen Ihre Position in diesem Kräftefeld und auch die Prognose und die Zukunftsperspektiven? Denn wir reden hier ja über ein hypermächtiges, auch realitätsschaffendes, nicht nur Diskurssystem, sondern ein System, was Räume schafft, qua Technik, qua Internet, qua Social Media etwa, die genau die Qualitäten, die Sie für Transformation in ihrem emphatischen Sinne reklamieren, ja kategorisch ausschließen. Das heißt, die Räume, die durch diese Disruption-Kultur installiert werden, sind ja Räume des Absencing, sind ja Räume tendenziell zumindest, ich spitze das jetzt polemisch zu. Frage also, was würden Sie einem Mark Zuckerberg zu sagen haben, wenn er bei Ihnen in der U-Theory-Klinik sozusagen auf der Couch läge? Also, ja, super Frage. Das sind nämlich zwei oder drei Sachen dazu sagen. Also das Erste ist, das stimmt. Ja? Also, und ich habe es auch versucht, in einem kürzlichen Blog zu beschreiben, wenn wir Putins Krieg, Trump, also Trumpismus meine, ich meine nicht die Person, sondern ich meine das Phänomen, und auch, sagen wir mal, Big Tech, ja? Also à la Zuckerberg, das hat ganz viele strukturelle Isomorphien. Ja? Also das sind, ich sage nicht, dass das gleiche ist, aber das ist in allen Kernmerkmalen, die im Absencing beschrieben wird, absolut identisch. Ja? Und das ist zunächst mal festzuhalten. Ja? Also das ist zunächst mal Befund. Das Zweite ist, das haben Sie ja so ein bisschen auch angedeutet, natürlich haben wir es da auch mit Machtprozessen zu tun. Und ich glaube nicht, also das Problem, was wir heute, also alle wissen sozusagen, also diese Couch funktioniert ja nur, wenn da sozusagen einer auch drauf will. Ja? Also, und wenn es denn auch wirklich eine Couch ist, ja, vielleicht ist es sozusagen auch mehr ein dialogisches Gespräch, aber das ist ja diese Veränderung, also das muss ja erstmal gegeben sein. Und ich glaube, das Problem, was wir heute in der Welt haben, ist nicht, dass der Mark Zuckerberg sich nicht sozusagen von mir beraten lassen will, ja, sondern das Problem ist, weil das wäre sozusagen das Problem bei zwei Amerikanern anzusiedeln. Ne? Das Problem ist, dass jeder von uns nicht voll die Agency aktiviert, die wir eigentlich haben. Ja, und das ist eigentlich etwas, also wo der Mark Zuckerberg wird nie auf, bei wem auch immer, ja, also auf die Couch gehen oder ins Gespräch gehen, wenn es nicht davor sozusagen einen Bewusstseinsschub von der Straße gibt. Ne? Und ich glaube, das ist das Problem, was wir heute haben, eigentlich Bewusstsein zu schaffen. Das wissen wir doch auch, ich sag mal, in Deutschland. Ja? Also wodurch kam denn
letztendlich sozusagen die Energie, regenerative Energie in dem Maße, wie sie zumindest vorangekommen ist. Es waren Jahrzehnte von Bewegung. Ja? Also nichts entsteht, was Neues in der Politik und in den Räumen der Macht, sondern es entsteht von der Peripherie. Also so, das ist die zweite Antwort. Die dritte, was würde ich Ihnen denn sagen? Ja? Also wenn es so ein Gespräch gäbe. Also ich denke, ich würde versuchen, da, also zunächst, man muss ja sozusagen erstmal sehen, wo eigentlich der Schmerz ist. Ja? Also wo ist eigentlich, ich sehe die gegenwärtige Realität, sozusagen ein Begriff, der für mich sehr wichtig ist, ist im Grunde Cracks. Ja? Wo gibt es wirklich, wo sind die Schmerzpunkte oder die Öffnung, wo das alte Denkmodell, ja, und im Sinne, also im Fall von Mark Zuckerberg ist es ja Empire Building, ne? sozusagen Empire Building. Also das ist das Einzige ist, worum es geht. Wo ist eigentlich für diese Haltung, ja, zu Ergebnissen, die absolut nicht mehr tragbar sind und auch nicht in seinem eigenen Interesse liegen können, ne? sozusagen, also da sozusagen diese Bruchlinien und auch diese die Öffnung, die es da gibt, sozusagen, da würde ich drauf gucken, also da würde ich sozusagen sehen können, weil jeder weiß ja von einer, ich sag mal, Change oder therapeutischen Beziehung, das A und O für jede Intervention ist, du musst überhaupt erstmal eine Beziehung herstellen. Ja, sonst bringt das sowieso alles nichts. Und das, ich denke, das wäre das. Aber ich denke, die Bereitschaft, ja, von denen, wir sehen ja zum Beispiel auch sehr gut zu beobachten hier in der fossilen Energieindustrie, ja, sozusagen die unglaubliche effektive Verteidigungsstrategien und Public Disinformationsstrategien und so weiter. Das kann nicht einfach nur durch Gegenaufklärung, ja, bringt's der Geist, sondern wir müssen im Grunde eine Bewegung aufbauen, die von überall arbeitet, ne, weil und von daher sozusagen eigentlich einen Bewusstseinsumschwung herbeiführt, wo der Widerstand sozusagen aus diesen Ebenen dann einfach weniger relevant wird und wo sozusagen auch dann andere Logiken beginnen zu greifen. Ne? Sozusagen, wenn man im Sinne der Macht denkt, ist ja 1.0 und 2.0 ist ja letztendlich Sticks and Carrots. Ja? Wir haben Anreize, sozusagen, wir können sozusagen militärische Macht. 3.0 ist eigentlich die Macht der Zivilgesellschaft, die Macht von Public Opinion, ja? Also wie wir im Grunde das. Und 4.0 ist wirklich so diese gemeinsamen Aufmerksamkeitsfelder, sozusagen, wo wir uns bewusst werden, wie wir schon alle, also in der Wirklichkeit sind wir ja schon Ökosystem. Das muss man ja nicht. Das Problem ist, dass unser Bewusstsein hinterherhängt und auch unsere Theorien, vor allen Dingen in der Ökonomie, total hinterherhängen. Und wir müssen eigentlich aufholen mit unseren Begriffen, mit unseren Theorien, aber auch mit unserer Bewusstseinsverfassung, um sozusagen die Vernetzung, die wir jetzt schon miteinander haben durch reale Prozesse, um mit denen sozusagen wieder auf Ballhöhe zu kommen. Ja? Und wenn diese Ballhöhe hergestellt ist, dann denke ich mal, also im Sinne von Mark Zuckerberg brauchen wir eigentlich eine Bewegung. Ich glaube, was Gesprächsfähigkeit vielleicht herstellt, ja, wenn es dann noch relevant ist, brauchen wir eine Bewegung, die Technologie anguckt vor dem Hintergrund einer ganz einfachen Unterscheidung. Nämlich, sind diese Technologien Bewusstseins- und Kreativitätserweiternd? Also sind diese Technologien solche, die das menschliche Bewusstsein und die menschliche Kreativität reduzieren oder die sie stärken und erweitern? Und das ist ein sehr einfaches Kriterium. Ja? Also, und es hat letztendlich damit zu tun, welche Gesellschaft wir eigentlich wollen und welche Zivilisation wir wollen. Und ob wir eigentlich in eine immer stärkere Maschinisierung und Algorithmisierung der Gesellschaft reingehen oder ob sozusagen eigentlich die nächste Stufe der menschlichen Kreativität und der sozusagen des menschlichen Bewusstseins eigentlich
eine Schlüsselgröße ist sozusagen in dem evolutionären Prozess, in dem wir sind. Und das ist ja ein Diskurs, den wir nie hatten. Ja, wir hatten nie einen Diskurs mit Mark Zuckerberg, wie kommt er eigentlich dazu, alle unsere Daten zu nehmen und die zu verkaufen, um uns zu manipulieren. Ja, das war etwas, das ist ein Vorgang, der nur deswegen stattgefunden ist, weil dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Und weil das im blinden Fleck der jetzigen gesellschaftlichen Bewusstseinsverfassung stattgefunden hat. Was wir brauchen, ist einen gesellschaftlichen Diskurs genau darüber, nämlich wie wir the power of data and the power of technology nutzen können, um sozusagen, heute wird ja Technologie benutzt als Einwegspiegel. Ja, sozusagen 30 Leute wissen alles, ja, die große Masse weiß gar nichts und dadurch wirst du manipuliert. Ja. Unheimlich effektiv. Und was wir brauchen, ist eigentlich Technologie und Daten, sodass wir uns im Spiegel sehen können. Und dass in diesem Spiegel wir eigentlich unser Bewusstsein erweitern und mehr sozusagen aus einer gemeinsamen Gesamtwahrnehmung her beginnen zu handeln. Das ist sozusagen Awareness-Based Collective Action. Und das ist unmittelbar möglich, ja, mit den Technologien und wie wir mit Daten umgehen, aber es bedarf eben einer anderen Intention. Ja? Also was ich sage ist, was zählt, Technologie ist weder gut noch böse, was zählt ist die Intention, die darunter liegt. Und wenn die Intention auf dem Ego und Empire Building basiert, kriegen wir eine Welt. Und wenn die auf dem Ego und sozusagen eigentlich auf dem Bewusstsein basiert, was mehr sozusagen in dem, was mehr eigentlich an dem Well-being of all und sozusagen der Entwicklungsfähigkeit des Ökosystems angebunden ist, dann werden wir andere soziale Prozesse aktivieren. Aber dieser Metadiskurs, der hat bisher nie stattgefunden und das ist das, was wir brauchen. Ja, ich denke, also die Zeit ist um. Otto Schammer. Vielen herzlichen Dank für diese Lecture und auch für diese sehr umfassende und ich glaube auch fensteröffnende Antwort. Und mir haben Sie als einem Philosophen, der doch mit typischer kontinentaler Allergie auf den Disruption-Diskurs und den Reaktor dieser Tech-Maschinerie, die da in den USA anläuft, Sie haben mir heute hier doch so ein bisschen wieder so einen Hauch von Optimismus vermittelt, weil dieses Meta, auf das Sie eben hingewiesen haben, dieses reflexive Momentum, diese Capacity zu unterbrechen, Automatismen zu unterbrechen und eben diesen Shift zu machen in einen anderen Bewusstseinszustand als integraler Moment eines Denkprozesses. Das ist etwas, was ich als Philosoph, als kontinentaler deutscher Philosoph, was mir heute Abend gut tut. Und deshalb erspare ich Ihnen jetzt auch die provokante Frage, die Sie heute schon abgeräumt haben. Diese typische deutsche, ein alter weißer Philosophenmann namens Odo Marquardt hat ja diese Sentenz geprägt. Die Menschen haben seit Jahrhunderten immer versucht, die Welt verschieden zu verändern. Es wird endlich mal Zeit, dass sie die Welt anfangen zu schonen. Ich glaube, dass Sie diesen Satz heute auf elegante Weise so angereichert haben, dass es auch Transformation, dass es Veränderungen gibt, die dieses schonende Moment integral in sich, sozusagen in sich enthält. Und das ist ein Take-Home-Value für uns. Also vielen, vielen herzlichen Dank ans MIT, Otto Schammer. Auf bald. Vielen Dank, Herr Lampen.